Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurzangespielt von holase-linuxgaming.de. Ich bin Meldrian und zeige euch heute Valheim. Valheim? Valheim. Man weiß es nicht genau. Ein Spiel über Wikingerbräuche, unschwer zu erkennen an diesem Boot und sonst nichts, aus der Third-Person-Ego-Perspektive. Die Story ist schnell erklärt. Man ist auf dem Weg, man ist tot. So. Ich glaube, dass damit habe ich den Plot eigentlich ganz gut umrissen. Nein, also man ist gestorben und auf dem Weg nach Valhalla muss man zuvor 10 Prüfungen bestehen. Und diese Prüfungen besteht man in Valheim. Valheim. Naja, also hier besteht man diese Prüfungen. Wenn man sie nicht besteht, kommt man nicht nach Valhalla. Wenn man sie besteht, alles tutti. Und ich glaube so, das ist der Plot von diesem Spiel, das derzeit noch in Alpha ist, aber in diesem schönen Jahr 2020, in dem wir mittlerweile hausen, veröffentlicht werden soll. Auf Steam, für teuer Geld. Die Alpha ist umsonst, so viel vorab. Aber dafür müsst ihr auf itch.io gehen. Mehr dazu später. Jetzt fangen wir erstmal an. Start Game. So, das ist schon mal ein Charakter, den habe ich irgendwie Nautilus genannt. Den nehmen wir natürlich nicht. Das wäre ja langweilig. Ihr wollt ja auch ein bisschen sehen, so auf was euch zukommt. Nicht erst, was ihr später erarbeiten könnt. Klicken wir uns schnell mal einen Charakter zusammen. Hier, also den Bart und die Haar. Type, den Ton, die Blondness, so. Ja, ne? You get the deal. Ist eigentlich immer so ein bisschen. Die Auswahl ist noch nicht so groß. Wir nehmen es mal ein ohne Bart, damit ein bisschen Differenz reinkommt. Und, ja. Das soll es mal gewesen sein. Holase! Mann! Gut. Dann. Legen wir los. Und der Ambient Sound übernimmt. Und Holaseman schreit: I have arrived! To prove that you're worthy of entering Valhalla, you have been sent to Valheim, the 10th North World. Only by defeating the mighty beasts of these lands will you win the blah 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 of the gods. Also, das, was ich eben sagte, nur in leicht anders. Man muss hier seine Prüfungen bestehen, um nach Valhalla eingelassen zu werden. Und dieser Vogel hat leichte Glitches, wenn man ihn um... Irgendjemand mit nordischer Mythologie als Hauptfach kann mir bestimmt sagen, was das für eine Kreatur ist. Eine Vogel-Mensch-Hybrid-Gefiechs. Ich persönlich weiß es nicht, aber darauf kommt es auch nicht an. So, wir sind gelandet. Der Adler ist gelandet mitten in Valheim. Mit ein bisschen Racks, mit Lumpen um uns herum und einer Fackel ausgestattet, die man mit zwei, kann man die Racks an- und ablegen. Und mit die Fackel macht man mit eins an. Oben links seht ihr die Steuerung. So, die Klamotten lassen wir natürlich an. Auf die Fackel verzichten wir erstmal. Was ist das hier? Ja, willkommen in Minecraft 3D. Es ist ein Crafting-Game. Kommt auch noch mit dabei. Also es ist kein Hack'n'Slay, Third Person. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu früh... Also es ist auch ein Hack'n'Slay, aber nicht ausschließlich. Sagen wir es mal so. Ich hoffe, ich habe nicht zu früh den Eindruck erweckt, als wäre es so. Es geht auch. Es gibt auch eine Crafting-Makina. Und es gibt auch ein Intro oben rechts. Seht ihr das? Mach dich mal fort. Ich brauche nämlich die Marp. Beziehungsweise ich hätte gerne die Marp. Und am Anfang fängt man an mit, man kann gar nichts, man kann also keine Steine zerklopfen, man kann, mit Shift rennt man übrigens, keine Bäume zerklopfen, aber man kann Steine aufheben, die hier so rumliegen und sie seinem Inventar hinzufügen. Und schon können wir uns eine Torch basteln und Racks basteln. Und einen Stein haben wir entdeckt als neues Material. Oh! Okay, das macht am Anfang, doch, das macht bedingt Sinn, denn wir haben ja eine Fackel. Komm her, du Arsch. Mit Ohren. Ja. Es sind dicken Markieren und kaum habe ich Feuer in der Hand. Ich habe Feuer gemacht. So, viel Spaß beim Verbrennen. Niemand hat ihn darum gebeten, mich anzugreifen. Er hat es trotzdem getan. Das Ergebnis sahen wir gerade. Das war eine der Kreaturen, die so rumläuft und einem das Leben relativ schwierig macht. Um was für Kreaturen es sich handelt, weiß ich auch nicht. Ich weiß aber eins, sie hauen relativ heftig zu, wie ihr unten links an meiner Energieanzeige sehen könnt. Nur noch 85 von 100 Energiepunkten. Ich könnte jetzt was essen, dann fühlt sich das ein bisschen auf. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass das ein, wie sagt man so schön, bedauerlicher Einzelfall war. Und keine weiteren dieser Viecher hier gerade in der Nähe sind. Die sind nämlich normalerweise im Wald nur vereinzelt anzutreffen, außer es gibt irgendwo eine abgerissene oder veralte Holzsiedlung. Da spawnen sie mit mehreren Kreaturen, um sie zu beschützen. Denn in diesen Holzsiedlungen gibt es auch Truhen. Und Truhen beinhalten Loot. Das Spiel sollte ja auch nicht zu einfach sein. So. Da war ein Ton.
Mausrad rein und raus zoomen, auch kein Problem. Ich hoffe schon wieder ein Ton. Ich renne mal einige Meter weiter, denn ich mag diesen Ton nicht. Zu diesem... Ah, hier! Eine Steinsiedlung. Hi. Diese Menstruositäten kenne ich noch nicht. Das sind, sind andere als eben. Ich würde sagen, wir sagen... Oh, sie mögen... Ah, sie lassen sich nicht von Feuer abschrecken. Das wird interessant. Und sie machen ordentlich Schaden. Wir ergreifen die Flucht. Denn ich will ja noch ein bisschen was zeigen von dem Spiel. Und nicht gleich neu starten müssen. Also ich selbst habe auch noch nicht so viel... Verdammt, die sind hartnäckig. Habe auch noch nicht so viele Stunden in dem Spiel auf dem Tacho. Will sagen, dieses Gebäude und auch dieser Gegnertyp waren mir bis eben gerade nicht bekannt. Nicht umsonst heißt diese Reihe ja kurz angespielt und nicht, ich habe bereits 100 Stunden auf dem Tacho und möchte euch zeigen, wie man alles in Perfektion spielt. Die beiden Kollegen haben aufgegeben, gehen wieder zurück zu ihrem netten kleinen Stein-Building-Picknick oder was auch immer das war. Wir sammeln weiter lustiges Zeug und sollten uns so viel Freiheit erarbeitet haben, dass wir vielleicht mal kurz mit ihm ins Inventar gehen können, um auf das Crafting einzugehen. Auch hier oben rechts wieder ein bisschen Infotext, den ich gerade mal verschwinden lasse. Denn wir haben Interesse an einer Steinaxt, einem Club, der ehrlich gesagt nicht wirklich viel bringt. Ich empfehle, soweit es möglich ist, immer mit Fackeln auf die Viecher einzuschlagen. Das ist recht effektiv, weil die dann brennen. Zumindest bei diesen ganz einfachen Gegnern, wie es bei den anderen ist. Naja, das war wohl eben nicht so effektiv. Hammer, für einen Hammer fehlen uns zwei Steine. Die werden sich noch schnell finden lassen. Und dann gehen wir darauf mal ein, was es mit Hammer und Sichel, hätte ich beinahe gesagt, Hammer und Stein auf sich hat. Komm. Ich höre Geräusche. Ich höre viel mehr Geräusche als früher. Ich glaube, das war ein Hirsch. Es gibt auch Wildtiere, die sich zu leckerem Fastfood verarbeiten lassen. Aber seid gewarnt, so fast ist das Food nur dann, wenn es noch am Leben ist. Wenn es um die Zubereitung geht, dauert das ein kleines bisschen und hat mit etwas Umstand zu tun. Also es ist nicht ganz so einfach, wie es sein könnte. Man kann jetzt nicht Rohfleisch essen. Ja, tschüss. Man kann jetzt nicht Rohfleisch essen oder so. Aber das nur am Rande. Ah, Sacknaht. Gott sei Dank hat man die Ambient-Musik, die einen warnt, wenn man hinterrücks von einem hässlichen Vieh angegriffen wird, was sich im Wasser versteckt, damit ich es nicht anzünden kann. Feigling. So, da ich aber gerade weiterhin eigentlich keine Lust habe, mich kämpfend verdient zu machen, sondern eher auf das Crafting-System eingehen möchte, kurze Flucht. Die beiden haben auch keine Lust mehr auf mich. Es wird langsam dunkel. Wir brauchen einen Hammer, den wir uns jetzt erstellen. Item-Auswahl, wie auch mit der Fackel, über die Nummerntasten. Also nicht vom Numpad, sondern, ihr wisst schon, die Ziffern oberhalb eurer von QWERSD. Wir kriegen gerade angezeigt, was wir alles Neues basteln können. Und wir sind schon wieder im Fokus von irgendwem. Da ist er. Ich habe dir nichts getan. Weder mit deiner Mutti noch mit deiner Tante oder Schwester gepennt. Und trotzdem rennst du mir daher und gehst mir auf den Sack. Diese Art von Sozialverhalten kann ich aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht tolerieren. Auch wenn ich gerade keine Idee habe, was das mit Naturschutz zu tun hat. Interessant zu sehen ist, man wird nass und man fühlt sich erwärmt. Und überhaupt ist die Umwelt, in der man sich bewegt, geht relativ gut auf einen ein. Also das ist ganz interessant eigentlich. So, wir versuchen uns nochmal von dem Kollegen da hinten zu entfernen. In der Hoffnung, dass wir wieder ein paar mehr... Also das Gegneraufkommen mit diesem Anfang ist ein bisschen mehr, als ich das letzte Mal geplant war. Letztes Mal hatte ich relativ schnell Ruhe. Hier scheint das nicht der Fall zu sein. Auffällig, gerade jetzt dürfte sein, ja, Nächte sind wirklich, wirklich dunkel. Also, das hat jetzt nichts mit eurem Monitor zu tun, sondern ich sehe wahrscheinlich genauso viel wie ihr. Ich sehe den Charakter in der Mitte und ein paar schemenhafte Umrisse links und rechts. Wenn es mich gleich aus dem Wald anfällt, dann ist das halt auch vorbei, dieses Leben. Macht aber nichts, werde ich vielleicht sogar gleich noch demonstrieren, denn man wird einfach charmanterweise wieder in der Welt abgesetzt, jedoch ohne Inventar. Sprich, alles, was man sich erarbeitet hat, ist weg. Man startet wieder mit einer Fackel und den Lumpen. Macht aber fast auch nichts, wenn man weiß, wo der eigene kleine Leichnam denn so rumkreucht. Dann kann man einfach ganz einfach da wieder hinschnubbeln.
Hier scheint es gerade ruhig zu sein. Ich sehe auch im Dunkeln keine Augen. Dann kann man einfach wieder hinschnubbeln und sein bisheriges Inventar wieder aufsammeln. Okay, also. Wir wählen unseren Bauhammer aus. Ein paar Sachen haben wir ja schon mitgenommen. Und jetzt wird es interessant, denn die Steuerung ist alles andere, aber nicht altvertraut. Jetzt kann man mit Q und E hier unten durch die einzelnen zu bauenden Dinge in der Kategorie, in der man sich gerade befindet, durchscrollen. Ich kann bauen Sachen reparieren oder ein Firepit bauen. Ich kann aber auch mit F in die nächste Kategorie Crafting, da kann ich eine Kochstation bauen, eine Workbench und so weiter und so fort. Sollte alles nach Möglichkeit überdacht sein. Wo bist du? Da. Die lassen mich nicht in Ruhe. Ich möchte doch einfach nur mal 5 Minuten was über das Spiel erzählen. Ohne dass mir jemand... Und die Fackel geht gleich aus. Kann ich eine neue machen? Nein. Dann muss ich dich mit meiner letzten Kraft leider verprügeln. In der Hoffnung, dass du verbrennst. Ah. Ich habe Material bekommen, um mir eine neue Fackel zu machen. Charmant. Es war auch höchste Zeit. Falls ihr das gerade extrem nervig findet, dass die Viecher hinter mir herlaufen, ja, fragt mich mal. Ich weiß auch vor allem gar nicht, wo die alle herkommen. Ich dachte eigentlich, ich hätte hier ein bisschen Ruhe. Aber nein. Das ist mir nicht gegönnt. Merkt euch die Taktik. Fackel aus, anlocken, mit Fackel schlagen. Kurz abfackeln lassen und nochmal so einen Faustschlag hinterher, dann haben die eigentlich genug. Geht eigentlich ganz gut. Baum fällt. So. Danke, Engine. Das Schöne ist, das Holzfällerwerkzeug scheint unzerstörbar zu sein. Also ich sehe jetzt zumindest keine Energieleiste, die jetzt abnimmt. Im Gegensatz zu dem Bauhammer, der nach und nach an Wertigkeit verliert und irgendwann zerfällt, woraufhin man einen neuen basteln muss. Dann bauen wir doch erstmal einen Firepit. Einfach so, for the lulz. Sehr schön. Und eine Kochstelle. Was am Anfang noch nicht so viel Sinn hat, sondern erst später dann, wenn man jagen kann. Aber trotzdem besser haben als brauchen. Werkbank, die relativ wichtig ist zum Werkeln. Haha. Man hätte es gedacht. Nein, also in der Tat ist es so, ohne eine Werkbank kann man keine komplexeren Gebäudestrukturen bauen. Und das wird sich gleich zeigen durch diverse neue, Rezepte, die oben gerade eingeblendet werden. Unter anderem nämlich auch für solche Späße wie eine Woodwall, die ich jetzt hier frei platzieren kann. Mit dem Mausrad drehe ich das und mit E und Q kann ich unten im Menü durchwechseln. Halbe Woodwall. Dachteile, Dach an sich und you get the deal. Wenn man ein bisschen Struktur haben möchte, baut man am besten, weiß ich nicht, ein paar Teile nebeneinander. Versucht es dann so zu drehen. Das Spiel ist eigentlich ganz kulant, was das angeht, sodass man im rechten Winkel bauen kann. Irgendwann snappt das Teil so, da habt ihr es gerade gesehen, snappt es so ein. Und wenn man diesem folgt, diesem Vorgehen, hat man halt irgendwann relativ fix oder relativ schick eine Bude gebaut. Vorausgesetzt, der Boden ist eben genug, was hier nur schwerlich der Fall zu sein scheint, aber es geht. Es geht. Wir kriegen irgendwas hin. Für den Demo-Moment wird es reichen. Und schon haben wir einen... Naja, es ist kein Home Sweet Home, aber es ist zumindest schon mal die eigenen 4 Wände. Literally die eigenen 4 Wände, nicht mehr und nicht minder. Wie das Ganze aussehen kann, wenn man sich da ein bisschen mehr reingekniet hat, würde ich euch auch noch ganz gerne zeigen. Zu diesem Zwecke lade ich mal kurz mein anderes Spiel. Und Nautilus schreit, I have arrived. Das ist also jetzt mein anderer Charakter, sichtbar erkennbar an dem Bart. Und eine zu diesem Charakter gehörende Hütte, die ich schon etwas weiter ausgebaut habe. Inklusive, wenn ich gestorben bin, spawne ich hier Bett. Eine Kochstation, die keinen Sinn macht, weil das Feuer fehlt. Eine Raumbeleuchtung, diversen Kisten mit diversen Krams drin.
Und so weiter. Und einer etwas weiter erforschten oben rechts befindlichen Minimap. Später gibt es dann auch noch, also ihr seht, es gibt hier eine Schmelze. Ich habe mir ein Portal gebaut, was ich noch nicht in Betrieb genommen habe. Man kann mit diesem lustigen Tool, nein, ich habe das Tool zum Anheben und Senken der Landschaft, habe ich nicht. Das muss zerbrochen sein. Kann ich auch gerade keins bauen. Auf jeden Fall gibt es da ein Tool, was man, mit dem man gerade Flächen machen kann, was das Bauen von Gebäuden sehr viel einfacher macht. Und ansonsten sehr viel mehr gibt es hier eigentlich auch nicht zu sehen. Ach, hi. Na, alles klar. Ich bin gestorben. Jetzt seht ihr die Todesanimation auch mal. Das war natürlich Absicht und on purpose. Und sehr viel mehr passierte eigentlich auch nicht. Prinzipiell ist das hier ein guter Punkt, um einfach mal zu sagen, das war's auch mit diesem kurz angespielt. Hat ja auch schon wieder lange genug gedauert. Und ja, ich würde für Genre-Fans, man sieht, ich spawne am Bett, wie angekündigt, ich würde für Genre-Fans durchaus eine Empfehlung aussprechen und werde zumindest aus einer interessierten Ferne die Entwicklung beobachten, wenn es darum geht, dass dann eine Beta oder letztendlich Vollversion später zum für teuer Entgelt oder für generell Entgelt in verbesserter Variante auf Steam oder auch sonst wo erscheint und dort spielbar sein wird. Denn das ist der langfristige Plan des Entwicklers. Valheim Alpha zum Anteasern, zum Triggern, zum Leute heranlocken und später dann die Taschen auf. Aber ganz ehrlich, wenn man da so viel Geld und, ach Geld sage ich schon, so viel Motivation hineinsteckt, aus meiner Sicht soll es okay sein. Also, wenn man irgendwann sagt, okay, jetzt würde ich gerne meinen Lebensunterhalt damit bestreiten, ist eine akzeptable Einstellung. Aber das nur von meiner persönlichen Schiene aus. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wenn sie dann bis hierhin gereicht hat. Wenn ihr was zu diesem lustigen Spiel schreiben wollt, tut das im Idealfall auf holase-linuxgaming.de. Alternativ natürlich auch unter diesem Video, wo auch immer es gehostet sein wird. Und ansonsten würde ich sagen, bis mal wieder. Hat ja bis zu diesem Video lang genug gedauert. Mal sehen, wann das nächste kommt. Also, macht das gut, haut da rein. Und tschüss.